Nächste Rednerin ist die Kollegin Johanna Kottar, AfD. Herr Präsident, werte Kollegen! 30.06.2017. Der Bundestag beschließt das NetzDG. Anwesende Abgeordnete 60, nötig zur Beschlussfähigkeit des Bundestages 316. 27.06.2019. Das 500 Seiten starke Datenschutzanpassungsgesetz wird nachts um 1.30 Uhr verabschiedet. Anwesende Abgeordnete rund 100, nötig zur Beschlussfähigkeit 355. Die AfD bezweifelt diese Beschlussfähigkeit. Vizepräsidentin Claudia Roth lehnt den Einspruch ab. Man sei sich im Präsidium einig, der Bundestag sei beschlussfähig. 7.11.2019. Das Energiewirtschaftsgesetz wird verabschiedet. Knapp 100 MdBs anwesend, nötig zur Beschlussfähigkeit 355. Den AfD-Antrag zur Überprüfung der Beschlussfähigkeit lehnt diesmal Vizepräsident Friedrich ab. Das Präsidium sei sich einig, es ist alles okay. Die danach von der AfD beantragte namentliche Abstimmung zeigt, es sind nur 133 Abgeordnete da. Die Sitzung muss abgebrochen werden. Dass Herr Friedrich schon vorher wusste, dass der Bundestag nicht beschlussfähig ist, war klar, als er bei offenem Mikrofon seinem Kollegen zuflüsterte, wir kriegen da nicht alle zusammen. Und dieser antwortete, das wird nicht klappen, dass die Hälfte der Leute kommt. Aber man war sich im Präsidium einig, dass der Bundestag beschlussfähig ist. Wie praktisch, dass die AfD eben diesem Präsidium nicht angehört, weil wir keinen Bundestagsvizepräsidenten bekommen, der bei diesen Spielchen dazwischengrätschen kann. Ein Schelm, wer denkt, dass das Absicht war. Liebe Kollegen, solche plumpen Tricks sind diesem Hohen Hause nicht würdig. Und es ist respektlos den Bürgern gegenüber, die erwarten können, dass sich auch Politiker an Regeln halten und der Bundestag Gesetze nur dann beschließt, wenn er auch beschlussfähig ist. Die AfD-Fraktion beantragt daher, die elektronische Abstimmung im Bundestag möglich zu machen. Jeder Anwesende drückt auf den Knopf, und schon wissen wir, ob der Bundestag beschlussfähig ist und wie die Mehrheiten sind. Das Ergebnis wird für alle sichtbar eingeblendet. Keine Schätzungen, keine Tricks mehr. Das ist transparent, das ist fair und das spart Zeit. Und da wir alle zusammen den Bundestag moderner und digitaler machen wollen, ist hier die Chance, das zusammen anzugehen. Ich hoffe, Sie stimmen unserem Antrag zu. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sonja Steffen, SPD.